So, willkommen zurück. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Folge sein des Spiels. Also, außer es kommt auch noch ewig lange Epilog. Ich werde es jetzt auch wahrscheinlich so machen, ich werde es nochmal einen Versuch, also zumindest mal mindestens einen Versuch reinpacken. Min hat mir mal noch den Tipp gegeben, dass ich versuchen sollte, alle drei gleichzeitig, alle vier Schalter gleichzeitig zu drücken. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und werde dann wahrscheinlich, wenn es jetzt zu lang dauern sollte, zwischendurch nochmal schneiden und dann auf jeden Fall halt noch den Versuch reinpacken, wo wir ihn erledigt haben. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel zu Ende geht. So. Starten wir, wie gesagt, das ist noch der Anfang und dazwischen, wenn dann die Folge weit über Engelsau, ich 20 bin Minuten hergekommen, um sein dich zu killen. kommen oder gehen sollte, dann Töten werde ich dich. werde ich es halt zwischendurch mal schneiden. So, ich guck mal gerade, ob das was bringt. Zack. Ist mir jetzt gerade mal egal, dass wir getroffen werden. Ah. Okay, gibt noch einen kleinen Bonus dann. Ah, sehr schön. Kommt das immer wieder? Mal dahin. Und zack. Jawohl. Zack, das war zu erwarten. Dafür kriegst du jetzt noch mal einen ab. Da, toll. Okay, ich weiß nicht, ob das immer wieder funktioniert. Wäre ja mal auszuprobieren. Auf jeden Fall danke für den Tipp. Lohnt sich auf jeden Fall und wir schauen dann mal, ob wir ihn jetzt platt kriegen. Engler, du Drecksau. Entlangt. Diesen Turm ist nicht genug Platz für uns beide. Das kennen wir doch schon alles. Deckung. Okay. Da haben wir das Ding wieder. Jetzt kriegen wir nicht einen ab. Sehr gut. Aber ich habe für die Auflösung wieder. Doch, die Auflösung müsste eigentlich jetzt stimmen. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, so wird es dann wahrscheinlich irgendwann gehen. Dauert jetzt ja auch nicht lange hier mit dem Laden. So. Einmal Enter drücken. Kann ich ja mal gucken, ob das mit dem jetzt dauerhaft funktioniert. Engler, komm, hol das ab. Komm, Junge, komm, hol das ab. Dieser Turm ist zu klein für uns beide. Einmal, zweimal, dreimal, aua, viermal. Hat wohl nicht geklappt. Ja. Wir müssen mal gerade testen, ob das mehrfach funktioniert, aber wir gehen jetzt gleich drauf. Scheinbar nicht. Oder ich war jetzt einfach zu langsam. Ich überleg's mir mal für Notfälle, wie gesagt, die wollen jetzt mal. Oder ich versuche mal hier jetzt weiterzukommen. Englersau, ich bin hergekommen, nur um dich zu killen. So, dann mal hauptsächlich auf das Geschütz fokussieren und gucken, dass wir ihn dann zwischendurch mal noch Ich werde dich einmatschen können. Okay. Baller. Quetsch. Ich sollte, glaube ich, doch nochmal nachgucken hier mit dem, ob der FOV stimmt. Das letzte Mal ist es aber auch bei weitem nicht so häufig abgestürzt. Na gut, wie gesagt, wir schauen nochmal nach.
So. Hochfahren, Dankeschön. Ja, stimmt diesmal. Engler, du Drecksau. Ich stelle jetzt mal auf noch eins Landboy. runter. Mal gucken, ob das dann besser läuft. Dieser Turm ist zu klein für uns beide. Dann mal dahin bitte. Danke. Geschütz ist da. Okay. Ups. Das war knapp. Ich sehe aber auch Adi gerade nicht mehr. Herr Engler? Da ist er. Jetzt, na, das war dumm, das war dumm, das war richtig dumm. Genau, bleib du mal da stehen. Da war ich zu langsam. Fährst du durch? Ja, danke. Jetzt habe ich halt wieder das Geschütz verloren. Also mit dem FOV 1.0 sehe ich halt gar nichts mehr, weil das halt wirklich ein relativ, also im Vergleich zu vorher ein deutlich kleineres Bild ist. Ich gucke mal, ob es hier mit dem 1.1 Komm nochmal hol das öfter ab. Komm, abstürzt Jung, komm hol oder. das ab. Ich werde dich ausrotten. Mist, den habe ich verpeilt. Das heißt, ich kriege jetzt wieder auf den Sack hier unnötigerweise. Ich habe ihn sogar noch getroffen damit. Na, verdammt. So, wir sollten wieder einigermaßen sicher sein. Da gehe ich nicht hin. Erwischt. Da ist er. Genau, bleib du mal da. Gerade noch so erwischt. Sollten sicher sein? Ja. Sind sogar gerade ziemlich auf einer Höhe. Da frisst das. Dankeschön. Wo ist das Geschütz? Da nicht, wie mir scheint. Ja. Da haben wir dich. Hallo, Geschütz. Zu spät kriegen wir einen ab. Nein. Wieder zu spät. Geschütz ist da. Bitte dahin. Danke. So, der hat gesessen. Hat auch gesessen. Doch nicht einfach davor stehen bleiben. Wow, sehr schön. Ausgezeichnet. Steig in den Lift und dann nix wie runter. So, ging ja doch besser, als ich erwartet habe. Was sagt denn die Uhr? 10 Minuten? Hm, dann gucken wir mal, ob wir da jetzt was rausscheiden müssen oder nicht. Ich kann ja jetzt eigentlich nochmal versuchen, ob. Als kann ich auch nicht mehr drücken. Nein. Ich stelle jetzt mal auf den 1.0er um. Einfach nur aus Sicherheit, dass es mir jetzt nicht nochmal abstürzt. Kitty, der Lift fährt lieber nach oben. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Danke, dass du meinen größten Fehler, Adi Enkler, beseitigt hast. Nun
komm zu mir. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ach du Scheiße, noch ein Bosskampf. Das war noch gar nicht der Bosskampf. Ach, leck mich doch. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ja, wie gesagt, das ist hier jetzt mit dem FOV 1.0 für mich gerade wieder extrem schwierig. Och Gott, Alter, das ist ja übel. Sorry, geht einfach nicht. Ich sehe da zu wenig. So, ich möchte ungern drauf gehen. Danke. Muni. Hoppla, ein Geheimgang. Ich bin Metal. Immerhin noch was mitgenommen. So, wir haben zwei Lebenspunkte. Das heißt, sobald halt irgendwas passiert, sind wir tot. Alter. Leck mich doch am Arsch, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin gestorben. Also den ganzen Scheiß nochmal, oder wie? Na toll. Ich bin hierher gekommen, nur um dich zu stoppen. Ja, wie gesagt, das ging hier einigermaßen. Dann werde ich hier wahrscheinlich wirklich schneiden. Ich werde dich ausrotten. So, das haben wir schon mal überstanden. Das nicht, ja, das kann ich glaube ich schon wieder vergessen. So, einmal hier rum. Fahrrad runter, danke. Und wieder das Ding aus den Augen verloren. Super. Ich bin hierher gekommen, nur um dich zu stoppen. Ja, ich glaube, ich mache ja wirklich mal einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Kollege wäre mal wieder platt. Ja, hat, ich weiß nicht, jetzt 3, 4 Versuche nochmal gebraucht. Kitty, der Lift fährt lieber nach oben. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Danke, dass du meinen größten Fehler, Adi Enkler, beseitigt hast. Nun komm zu mir. Bisschen was von Rammstein, der Kollege. So, ich hoffe mal, ich krieg's jetzt hin, ohne hier runterzufallen. Dann hier rüber drehen. Dann hier rüber drehen. So. Einsacken. Auch direkt mal nachladen. Die nehme ich noch mit. Wow, ein Secret. Und hier nochmal. Ich bin Metal. Zeug einpacken. Okay, dann schauen wir mal, was der Kollege von uns will. Okay, wir hätten halt einmal fliegen können. Jetzt gehen wir halt drauf. Wir können ihn halt auch angreifen. Ich glaube, das will ich auch mal versuchen. Nächster Schnitt. Okay, nächster Versuch. Erstmal hier wieder Zeug einsammeln. Mal gucken, wie lange wir dann überleben.
So, theoretisch müssten wir ja eigentlich mit der Muni durchkommen. Das war jetzt extrem dumm. Dann machen wir es einfach mal so. Ich werde jetzt mal wahrscheinlich das böse Ende wählen. Und werde mich ihm anschließen. Black, mach das nicht. Dann können wir zumindest mal gucken, wie das aussieht. Und dann werde ich es nochmal versuchen, ob wir ihn vielleicht auch erledigen können. Oder ob ich ihn vielleicht noch erledigen kann. War das vielleicht dann auch schon in der nächsten Folge. Ich schau mal, wie ich die dann zusammenschneiden werde. Black, was hast du getan? Du machst alles nur noch schlimmer. Okay. Das wäre das. Schauen wir uns mal den Abspann an. Black, Black, warum hast du das getan? Du warst unsere allerletzte Hoffnung. Lord of Doom. Wer oder was ist diese Kreatur aus einer Welt? Warum hat er die Engler benutzt? Was wollte er damit erreichen? Und wieso hat es das Wesen nun auf dich abgesehen? So, willkommen beim Abspann. Wir haben das böse Ende gewählt. Programmierer und Design Min Becker. Und hier dann noch die, die Credits und, ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, wenn ich das Level jetzt lade, kann ich da nicht mehr hin zurück, oder? Werden wir sehen. Aber... ja, dann lasse ich mir die Credits mal durchlaufen. Ich denke, dann mache ich das einfach als Finalfolge und ich gucke mal, wenn ich zurückkommen kann und wir das gute Ende nochmal machen könnten, dann könnten wir es halt... ah, die Engler Crispy und Crispy als er selbst. Schön. Dann würde ich es halt nochmal versuchen, ob wir ihn platt kriegen. Und... ach, da sind wir dann die Bilder. Wer halt als... als Dings, als Stimme gedient hat. Okay, wie gesagt, wir sind durch. Es hat echt eine ganze Menge Spaß gemacht mit den Bugs und so und mit den Abstürzen. Es lag halt wirklich scheinbar teilweise oft an der FOV-Einstellung. Deswegen, also ich habe ihm geraten, einfach beim die halt komplett rauszunehmen beim nächsten Update. Wenn die halt so viel Probleme bringt. Und... aber ansonsten war halt cool. War mal wieder schön ein Spiel auf... ja, sagen wir mal... in der Retro-Version zu spielen. Oder auf Retro getrimmtes Spiel. Wie gesagt, ich bin ja generell kein großer Fan davon. Von diesen ganzen Indie-Projekten, die jetzt auf Retro machen. Einfach weil sie kein Geld und kein Budget für eine anständige Grafik-Engine oder Spiel-Engine haben. Und, gerne. Mach ich doch gerne und auch danke fürs Programmieren, mein lieber Bin. So, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge mal. Ich guck mal gerade, kann ich den Spielstand laden? Yep. Dann müsste ich halt das Ganze nochmal machen. Vielleicht mache ich das dann als Bonusfolge nochmal, wie das gute Ende aussieht. Aber dann wäre das jetzt fürs erste Mal die Finalfolge gewesen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Spiel könnt ihr euch kostenlos runterladen. Beschreibung oder der Link zum Download ist in meiner Beschreibung. Ich denke, der Herr Min wird sich da auch sehr drüber freuen. Und dann war es das jetzt fürs erste Mal. Mal gucken, wie gesagt, mit der Bonusfolge. Und dann bis zum nächsten meiner Projekte. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.